Meine allererste Erinnerung. Ich stehe am Klavier, am Flügel natürlich, und probiere da oben die Tasten und muss wohl zufällig einen verminderten Dreiklang erwischt haben. Und meine Mutter hatte mir vom Christkind erzählt. Und da habe ich gedacht, das ist das Christkind. Das ist das Christkind. Und da musste ins Bett gebracht werden. Ich hörte überhaupt nicht auf zu heulen. Und das hat mir den Grundstein dafür gelegt, dass ich immer zur Musik dieses Gefühl hatte. Das ist das Christkind. Und deswegen sage ich heute, ich habe im Kopf den lieben Gott. Denn komischerweise komponiere ich so, dass ich 3 Tage brauche. Am ersten Tag sitze ich vor dem leeren Blatt und denke, ich kann das gar nicht, ich kann nicht komponieren, ich weiß gar nicht, was das ist. Wie es geht. Also bis heute ist es so, dass ich ja sofort singe ich Melodie. Ich habe sie ja schon gerade mal vertont. Ne? Und damals war es ja, ich habe ja ein Musical geschrieben über die Geschichte Berlins zur 750-Jahr-Feier der Stadt. Und ich sitze vor diesem Text, sage, das geht gar nicht. Was mache ich denn da überhaupt? 6 Seiten Text und so. Und ich habe also gar nicht gemacht eigentlich, aber dann kommt und so weiter. Also keine Note überhaupt. Nächsten Tag schlafen. Nächsten Tag habe ich also so geträumt und dann gedacht, also jetzt, ich muss einfach mal anfangen. Ich habe etwas geschrieben. Es war eine absolute Scheiße. Es war überhaupt keine richtige Musik. Und jetzt, zweiter Tag und dann wieder geschlafen, dritten Tag. Setze ich vor den Noten und da ging es los. Da ging das los. Idee, Marsch, Musik und. Da habe ich hintereinander weg dieses da geschrieben und war nach mit der Skizze fertig nach einer Woche. Also unglaublich, wie sich das Gehirn. Ich habe nur geschlafen und weiter nichts. Ich hatte also diesen Versuch gemacht mit dem, ich habe es als Scheiße genannt. Also es waren also irgendwelche Anfänge. Da hat mein Gehirn und da sage ich, das ist der liebe Gott. Denn heute am Ende meines Lebens, da ist jetzt da. Es ist da, ja, plötzlich. Meine Mutter spielte wunderbar Klavier und Laute. Da gab es eine Ausgabe, die ist, einfach unglaublich gut ist. Von Humperdinck, deutsche Volkslieder in Klaviertonsatz gesetzt. Mit wunderschönen Bildern, Sang und Klang fürs Kinderherz. Zauberhafte Bilder. Das ist auch heute in Kunstwerke. Hat sie mir vorgespielt und vorgesungen. Mein Vater spielte Geige sowieso, wie ich ja gesagt habe. Der spielte übrigens ganz vernünftig. Er hat ja die erste Geige gespielt in dem Quartett. Aber das, was ich da anhöre, das habe ich ja erzählt. Aber er spielte auf dem Klavier und immer in E-Dur, eine ganz komische Tonart, konnte er Märsche spielen und Operettenmelodien aus dem Gehör. Also beide Eltern hochmusikalisch. Und daher kommt die Kreativität.